Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um die, ja, sagen wir es mal so, Elektrifizierung der Autositze, beziehungsweise hat ja beiden Vordersitze. Nicht, dass sie sie elektrisch verstellen will, doch die Sitzheizung, die man gerade jetzt im Winter brauchen kann, die hat eine Macke. Da ist noch die original vor 30 Jahren verbaute Sitzheizung drin, mit diesen wunderbaren Drähten, die sie da durchgeschlängelt haben. Und die funktioniert einfach nicht mehr. Die werde ich jetzt austauschen. Im Volvo Forum habe ich den Tipp gekriegt, man soll doch ganz einfach eine Carbonheizung einbauen. Und das werde ich jetzt machen. Und da werde ich euch dran teilnehmen lassen, wie ich das versuche, irgendwie so hinzukriegen, dass es vernünftig aussieht. Ja, das einmal vorweg. Das ist jetzt hier die Carbon-Sitzheizung, die ich gekauft habe. Es hat für beide Vordersitze gedacht. Da ist jeweils ein Schalter drin, Sicherungsautomat ist drin und das Relais. Das Ganze ist ein bisschen, ja, ist halt dafür gedacht, dass man es in Autos einbaut, die noch keine Sitzheizung haben. Da ich ja schon eine Sitzheizung habe, werde ich das Ganze, so wie es mir auch empfohlen wurde, halt an den Volvo adaptieren. Sprich, was ich verbauen werde, ist zum einen der Schalter, den werde ich brauchen, ganz einfach damit das System als solches, das ist ja ein einzelnes System, halt auch funktioniert. Werde ich auch das Relais logischerweise verbauen müssen. Hier haben wir die Verbindung zu den Matten, weil die sind einzeln. Da kommen halt Rückenlehne und Sitzfläche jeweils eine Matte rein, deswegen sind es vier Matten. Dann haben wir hier den Anschluss. Haben wir einmal Masse mit dem Schwarzen und das andere wird dann halt eigentlich, kann man das auch direkt an den Sicherungskasten anschließen. Da mein Auto ja schon, wie gesagt, eine Sitzheizung drin hat, kann ich mir das ersparen, dieses Ding hier zu verbauen und werde ganz einfach die beiden Kabel nehmen und den Originalstecker von der Originalsitzheizung anbringen, damit ich das einfach einstecken kann. Was ich auch noch tun werde, sehr wahrscheinlich, ist, ich brauche nicht dieses meterlange Kabel hier. Da wird wahrscheinlich ein halber Meter reichen, weil hier ist auch schon so viel Kabel dran. Und ich werde gucken, dass ich irgendwie, habe ich so die Idee gehabt, so eine Dose zu nehmen, wo ich beides einbauen kann. Einmal den Schalter und dann halt auch dieses Relais hier. Das kann man irgendwie entweder festklammern oder ich muss mal gucken, wie ich das mache. Das ist zumindest so meine Idee. Jetzt werde ich erstmal den Sitz holen und anfangen, den auseinanderzunehmen. Hier ist übrigens diese tolle Anleitung. Wer Chinesisch kann, ist da sehr willkommen. Ich denke mal, so schwer wird es gar nicht sein. Mit dem Strom habe ich zumindest keine Probleme. Wie gesagt, das ist die Anleitung dafür, wenn man noch nie eine Sitzheizung drin hatte in dem Wagen. Ja, ich werde das jetzt irgendwie adaptieren und gucken, wie ich das hinkriege. Dürfte aber nicht allzu schwer sein. Und dazu muss ich jetzt erstmal den Sitz holen und auseinandernehmen. Ich werde jetzt erstmal mit dem Beifahrersitz anfangen, weil der Fahrersitz ist noch drin. Ich will das erstmal am Beifahrersitz ausprobieren, wie ich das mache. Da wird es ein bisschen länger dauern. Also, ich zeige euch denn so die einzelnen Schritte. Hier haben wir den Sitz, den Beifahrersitz. Hier haben wir schon mal die Sitzschiene. Hier kommt das Kabel raus. Das ist das Kabel, was sich oder was halt für die Sitzheizung drin ist. Ich habe den Sitz schon mal aufgearbeitet, deswegen sieht er hier unten ein bisschen anders aus. Hier habe ich zum Schutz noch einen Stoff drunter gelegt, damit dieser Schaumstoff nicht immer sich aufribbelt. Hier ist der Schalter für die Sitzbelegung. Das ist einfach ein Zugschalter. Da habe ich allerdings, weil er mich nervt, der funktioniert nämlich irgendwie nicht richtig. Beziehungsweise der Schalter funktioniert schon richtig, nur im Gurtschloss, da ist nochmal ein Schalter drin und der funktioniert scheinbar nicht richtig. Da ist ein Wackelkontakt drin. Insofern habe ich den immer abgezogen. Das nervt nämlich nur, wenn andauernd der Gurtwarner losgeht während der Fahrt. Ja, was haben wir hier noch? Hier hinten, die Klammern müssen raus. Die muss ich abnehmen.
Dann muss hier die Kappe runter, die in der Mitte drauf ist, weil da drunter ist so ein Sprengring, den muss man abnehmen, damit man diesen Griff abnimmt. Das ganze Teil muss dann runter, weil sonst kommen wir nämlich nicht an die Stoffe, die sind hier festgehakt. Da ist so ein Blech drunter. Hier sind nochmal, da habe ich jetzt einfach nur Kabelbinder genommen, das geht nämlich auch wunderbar. Und die müssen nochmal raus. Da unten sieht man auch nochmal einen Kabelbinder. Dann kann man den Stoff, hier vorne ist er nur eingehakt, da ist so eine Metallstange drin, zum Profil. Die muss man nur ein bisschen verwinkeln, dann kann man die aushaken. Hier oben die Lordosenstütze muss raus, also beziehungsweise der Versteller, der ist aber nur mit einem Schraubgewinde, da braucht man einfach nur bis zum Ende links drehen. Und dann sollte das Ding ganz von alleine rauskommen irgendwann. Geht jetzt schon leichter, da kommt das schon raus. Dann kann man auch die Kappe runternehmen, weil sonst kriegen wir nämlich den Bezug nicht ab. So, das ist hier ist das Wichtigste. Ich glaube, das Erste, was ich mal machen werde, weil es einfach handlicher ist, ist die Sitzschiene abnehmen, weil sonst verbiege ich mir nachher noch die Teile und das möchte ich nicht, weil ich den Sitz dann auch hinstellen muss, um das Ganze dementsprechend anzupassen. Ja, ich werde jetzt hier erstmal loslegen und euch zwischendurch immer noch mal so ein bisschen was zeigen. Jetzt habe ich die Sitzschiene runter und wir sehen hier auch schon wieder, dass die Schaumstoffeinlagen hier schon wieder am Krümeln sind, wie doof. Da kann man auch nicht mehr viel gegen machen. Das Zeug löst sich halt irgendwann auf. Ich habe schon überall Stoff drüber geklebt oder sonst irgendwas gemacht. Das ist leider so. Ja, hier oben haben wir diese besagte Scheibe. Die muss jetzt da raus, damit man den Griff abkriegt. Und dann kann man das hier nämlich aushaken. Das muss nämlich runter, dieses Plastikteil hier. Und dann muss ich noch die Klammern hinten rausnehmen. Und dann gucken wir mal weiter. Ja, wenn wir das geschafft haben, dieses Ding hier runter zu kriegen, dann muss jetzt dieses Teil hier runter. So, jetzt habe ich es auch wieder. Wo ich es gesehen habe, fiel es mir dann auch wieder ein. Die sind eingehakt. Hier haben wir zwei Haken. Da ist ein Haken und hier drüben ist auch noch einer, wo gerade die Taschenlampe vorsteht. Und hier unten wird es mit den Nasen eingehakt. Man muss erst die hier unten öffnen. Und dann das ganze Ding nach oben wegschieben. Dann kriegt man das auch wunderbar leicht raus. So, und jetzt sehen wir hier schon, hier ist der Bezug nämlich festgehakt. Den müssen wir jetzt hier einfach nur mal lösen. Und dann kommt man da nämlich ran. So, und jetzt müssen wir das hier unten aber noch machen. Und hier, da muss er auch noch raus. Da ist er einmal umgeschlagen. Da ist hier so ein Blech drin. Das Blech müssen wir jetzt abkriegen. Ja, also hier wirklich nur mit einem Schraubendreher beigehen und dieses Blech rausnehmen. Und da wird nämlich der vordere Stoff drin eingeklemmt. Mehr muss man da eigentlich gar nicht machen. Dann kann man nämlich beigehen und den Stoff hier vortütteln. Naja, ein bisschen staubig ist alles. Haben wir jetzt hier schon mal ein ganzes Stück geschafft. Hier sieht man auch, das rippelt sich hier einfach immer auf, dieser Schaumstoff. Ist ein wenig doof, aber was will man machen? Ja, jetzt habe ich hier hinten schon mal die Klammern abgenommen. Hier sind jetzt die beiden Stoffe auseinander. Hier ist jeweils irgendwie so ein Drahtbügel drin, der das Ganze, oder so ein Draht drin, damit das Stabilität hat. Ja, jetzt muss ich das Ganze noch auf der Rückseite machen. Hier vorne, wie gesagt, da braucht man nur einmal irgendwie dran ziehen und dann kriegt man den schon raus. Da unten ist er schon raus. Der ist ja einfach nur mit diesem Blech eingehakt. Weil den kompletten Bezug müssen wir runternehmen und hinten die Lehne, ich muss den gleich mal umdrehen, den Sitz, den brauchen wir eigentlich nur bis zur Kopfstütze, so weit wie die Auflage halt reicht, abnehmen. Hier sind auch nochmal Klammern drin, damit er halt diese schöne Form hat. Das gleiche finden wir auch hier unten im Sitzpolster und das machen wir jetzt mal. Ja, so sieht's aus, wenn jetzt alles ausgebaut ist. Da sind halt diese Klammern drin, der Bezug halt eingehakt wird, damit er so eine Struktur kriegt. Die eine Matte, die lag hier drauf, bringt im Endeffekt nicht viel. Wir gucken jetzt mal, die Heizung wird noch viel besser werden jetzt. Das ist jetzt das obere Teil. Hier sind wieder so eine Klammern, die den Bezug hier oben halten. Wenn ich jetzt aber das neue Heizelement nehme, das besteht, man kann es hier so schön gegen das Licht sehen, da sind drei so eine Mattenfelder drin.
So, was man jetzt bei diesen matten Feldern nicht tun darf, ist einmal hier irgendwie so durchschneiden, weil auf der einen Seite liegt Plus an, auf der anderen Seite Minus, so um das mal einfach zu verdeutlichen. Man sieht ja auch, hier gehen zwei Kabel rein da unten. Und wenn ich das jetzt durchtrenne, habe ich in der Mitte natürlich keinen Pol mehr drin, also keine Erhitzung mehr. Die Dinger sehen hier aber auch irgendwie ein bisschen merkwürdig aus, also ganz die tolle Ware ist es wahrscheinlich doch nicht. Ich meine, gut, bei dem Preis auch kein Wunder. Jetzt kann ich aber exakt hier oben ist ein Hohl, die Fläche zwischen den beiden Feldern. Ich könnte theoretisch bis oben hingehen und lasse die einfach so komplett drin. Für unten drehe ich das jetzt mal um. Da habe ich es ein bisschen anders. Da kann ich aber auch, ich müsste jetzt das hier mal nehmen und drauflegen. So. Wenn man das jetzt da so reintüttelt. Dann habe ich da die Sitzfläche und würde genau in diesem Feld schneiden. Das kann man machen. Also man kann hier, weil die untereinander verbunden sind, diese Waben, die hier drin sind, man kann halt hier einmal so ein Rechteck rausschneiden beispielsweise, damit dann der Stoff hier reinzieht. Es würde aber auch heißen, dass ich dazwischen heize. Jetzt müsste ich mal gucken, wenn ich den jetzt hier nehme und den ausschneide, dann bin ich hinten bis in die Ecke rein und habe aber den Knick davor. Gehe ich jetzt nach vorne, habe ich hinten zu viel Fläche. Also irgendwie muss ich mir das nochmal ausbaldowern, wie ich das mache. Jetzt habe ich dann einen komplett beheizten Sitz. Nicht nur so diese kleine Fläche, die jetzt nochmal dagegen gehalten. Das ging ja nur das hintere Stück. Das vordere Stück war gar nicht beheizt. Hat irgendwo einen Nachteil, weil diesen Kleber kriegt man dann irgendwann nicht mehr ab. Das könnte dann eng werden, dann müsste man halt dieses ganze Ding hier hochklappen oder so, um dann da unten reinzukommen. Das muss ich mir nochmal angucken, wie ich das mache. So, jetzt habe ich die Heizung hier mal rausgefummelt. Hier ist noch der Thermostat drin, wo ich dachte, der Thermostat wäre vielleicht in der Fritten. Ist er aber gar nicht. Sondern irgendwie diese Drähte sind hier Murks. Jedenfalls kommt da nicht genug durch. Jetzt muss ich mal gucken. Ich brauche im Endeffekt dieses Kabel hier. Das werde ich dann irgendwie mal, entweder nehme ich den Stecker nur ab oder aber ich löte mir da einfach was Neues zusammen. Gut zu wissen, dass hier so ein Schlauch rum ist. Das wäre jetzt das obere Teil für die Lehne, damit das nicht durchscheuert. Das werde ich da vielleicht mit dran machen. Das ist keine schlechte Idee. Wobei, da ist ein Schlauch dran, sehe ich gerade. Die haben ja den Schlauch. Der ist ja schon ringsrum. Also brauche ich den gar nicht. Das packe ich mal wieder dahin. Ja, und dann muss ich mal gucken, wie ich das mache. Ob ich das überhaupt hier mit diesen Plastikdosen hinkriege, weil die nehmen ja noch eine Menge Platz weg. Ich muss mal sehen. Irgendwas kriege ich da schon noch hin. Ich bin jetzt gerade am gucken, weil mir ist was aufgefallen. Ich muss ja irgendwie von der Mitte her gucken. Die scheinen hier nicht ganz in der Mitte zu sein, die Dinge. Also nicht ganz gleichmäßig vom Rand weg. Oder ich gucke schief. Jedenfalls muss ich die Folie so reinkleben. Das kann aber auch sein, dass die alte Sitzheizung schief lag. Wenn ich jetzt hier mal nach dem unteren Kissen gehe, wo ich ja hier diesen Rand habe, dann wird es knirschenk da oben. Ja doch, das passt. Ich ungefähr hier. Das muss ich mir mal ausrechnen. Also man soll das ganz genau vorher anzeichnen, bevor man da irgendwie was schnippelt, was da nicht passt. So, also ich habe das jetzt mal ausgemessen. Und zwar der Abstand hier von diesen beiden Öffnungen. Wenn ich jetzt von dem äußeren Rand jeweils gehe, sind das 18 cm. Und die übertrage ich jetzt hier rauf. Der Abstand ist 21 cm, also habe ich 3 cm insgesamt Luft. Was so viel bedeutet wie 1,5 cm von jeder Seite lasse ich stehen und schneide von da an dann halt 1 cm
dicken Streifen raus. Und das werde ich jetzt mal machen. Ja, wenn ich das jetzt hier so betrachte, sieht es ein bisschen schief aus, aber diese Wabenstruktur, die da drin langläuft, die ist auch nicht gerade und gleichmäßig. Insofern habe ich mich jetzt mal so ein bisschen daran orientiert. Ich brauche auch nur 1 Zentimeter Platz. Also wenn ich jetzt so 1,5 Zentimeter schräg ausschneide, habe ich im Schnitt 1 Zentimeter und das funktioniert. Ja, und da diese Stelle hier jetzt gleich geknickt wird, soll man hier, weil hier jetzt auch dieser Drahtbügel drauf liegt, soll man das ein bisschen mit Klebeband verstärken, dass das hier nicht durchscheuern kann, weil das ist ja nur so ein Vlies, das würde irgendwann beim Sitzen aufscheuern, dann hast du einen Kurzschluss drin und dann kannst die Sitzheizung vergessen, vielleicht auch den ganzen Sitz. Insofern kommt jetzt hier einfach Isolierband drüber und ich habe das hier so dreilagig drüber gemacht, das reicht eigentlich. Das ist ja keine scharfkantige Geschichte als solches, es geht nur darum, dass er durch den Druck das nicht durchbrechen kann. Mehr sollte man da eigentlich nicht beachten jetzt an der Stelle. Was mir hier gerade aufgefallen ist, ihr werdet es jetzt hier auch im Video sehen, ist ganz einfach, dass der Sitz, der ist schon gerade, aber was hier vorhin irritiert hat, ist ganz einfach die Tatsache, dass dieses Innenleben von dieser Sitzheizung, das ist nicht ganz in der Mitte. Also wir haben hier links haben wir 3 Zentimeter bis zum Rand und rechts haben wir nur 1,5 Zentimeter. Man sieht es ja auch, wenn ich jetzt mal die Schneidunterlage wegnehme, sieht man es besser an dem Klebeband. Da ist ein himmelweiter Unterschied. Aber Hauptsache hier ist jetzt was drauf und da kann jetzt nichts durchbrechen. Das ist das Wichtigste dabei. Und jetzt können wir es schon mal irgendwie fixieren. Was ich gerade noch gemacht habe, was mir nämlich aufgefallen ist, ist jetzt die Rückseite, wo hier das Klebeband drauf ist. Das wird ja dann geknickt. Ich versuche das mal so mit einer Hand hinzustellen. Es wird ja so geknickt gleich, damit es da in diese Nut reinpasst. Ich habe jetzt hier Klebeband rumgewickelt, um das zu verstärken, so ein bisschen, dass es nicht durchbrechen kann. Da würde ich jetzt aber die Schutzfolie von dem Klebeband gar nicht abkriegen. Insofern habe ich das jetzt so gelöst, dass ich das hier einfach eingeschnitten habe, darüber und darunter. Und ich kann jetzt hier einfach das Klebeband abziehen. Also ich werde das von hier oben machen. Dann kann ich das oben schon mal fixieren, werde das eindrücken, werde das polstern, den Sitzbezug draufklammern. Und dann werde ich jetzt auch Kabelbinder dafür nehmen. Und zwar diese dicken Dinger hier, die halten alle mal das aus. Und ja, dann werde ich mal gucken, dass ich das hier unten auch passmäßig rankriege. Ist die untere, vielmehr die Rückenlehne ist dann schon mal fertig. Dann brauche ich nur noch die Sitzfläche machen. Weil Sitzfläche ist ja hier ein bisschen komplizierter. Dadurch, dass ich ja hier unten die Dinger drin habe, muss ich mal gucken, wie ich das hinkriege. Hier oben ist es einfacher, weil hier halt ein Loch durchgeht. Ich komme auch von hinten ran. Also ich kann jetzt hier von hinten, komme ich da ran und kann durchgehen. Insofern nehme ich jetzt einen Kabelbinder, das geht einfacher. Den kann ich von hinten straff ziehen und dann hat sich das Ganze. Jetzt habe ich hier schon mal den Sitz runtergezogen, den Bezug. Hier ist jetzt noch Luft drin, das zieht sich dann aber zusammen, wenn ich den hinten wieder zusammenklammer. Da einen Haken. Jetzt werde ich mir das hier vorne angucken. Ich habe das jetzt extra so gemacht, dass ich schon mal weiß, wo ich jetzt hier mit den Kabeln auch lang muss. Deswegen habe ich jetzt den Weg gewählt, das ganz einfach oben wieder zuzumachen. Jetzt mache ich hier unten weiter. Im Endeffekt geht es jetzt hier genauso wie oben. Muss ich mir halt mal so eine Matte nehmen. Upsala. Und die kommt jetzt hier im Endeffekt so drauf. Das Kabel verschwindet nach hinten. Ja, und jetzt muss ich hier halt gucken, wo die Klammern sind, dass die nicht zu weit auseinander sind, so dass ich da auch zwischenpasse. Weil hier ist ja dann auch wieder dieser Stock, der da reingeht und dementsprechend muss ich das dann auch wieder verstärken und das werde ich jetzt erstmal alles ausrechnen, weil es sieht hier vorne nämlich wirklich sehr eng aus. Da muss ich aufpassen, dass ich dazwischen liege. So sieht es aus, wenn die schon mal drauf sind. Das Kissen habe ich schon mal reingelegt. Dann kann sich das hier nämlich auch immer noch mal ein bisschen runterdrücken. Wenn ich jetzt hier gleich den Bezug drauf setze. So anstelle. Ach, die habe ich falsch rum gemacht. Fällt mir gerade ein, weil ich von hinten durchfädeln muss. Gut, dann muss ich den nochmal umdrehen. Das habe ich jetzt falsch gemacht, habe ich nicht dran gedacht. Weil ich muss erst den Bezug hier vorne rüberziehen, weil der nach unten rumgeht. Unten wird er eingehakt und dann wird er nach hinten weggespannt. Also das heißt, ich muss nach hinten ziehen. Wenn ich die jetzt hier durchfädel, bin ich genau falsch rum. Okay, das muss ich eben nochmal machen.
Und jetzt geht's weiter. Jetzt baue ich hier wieder zusammen. Ich habe den Bezug schon raufgezogen. Und jetzt muss ich den noch festklemmen. Das heißt, den Stoff muss ich jetzt hier wieder drunter drehen. Das wird ein bisschen frickelig. Dann kommen hier wieder die Kabelbinder durch. Weil momentan ist der ganze Bezug hier ziemlich luftig. Das zieht sich aber gleich zusammen. Und dann passt das hier nämlich auch mit der Naht wieder. Und das gleiche muss ich hier oben noch machen. Hier habe ich ihn schon eingehakt. Auf der anderen Seite muss ich es noch machen. Und vor allem muss ich die hier erstmal spannen. Kann nichts mehr scheuen. Hier ist schon gespannt. Vorne ist gespannt. Ja, und jetzt werde ich hier mal weitermachen. Ja, hier habe ich jetzt einen kleinen Fehler gemacht. Ich muss nämlich hier außen um das Rohr rum und dieses Ding muss frei bleiben. Und die ziehe ich jetzt hier zusammen. Das gehört schon richtig. Jetzt muss ich gucken, dass die beiden Kabel nicht eingeknickt werden oder so. Jetzt muss ich den aber erstmal wieder rausfriemeln, um ihn dann hier rum zu friemeln. Und das kriege ich aber auch gleich noch hin. Ja. So, jetzt habe ich es hingekriegt. Ich habe jetzt hier Kabelbinder genommen. Das reicht vollkommen aus. Die sind genauso stabil. Hier muss man ein bisschen aufpassen, dass man es nicht zu eng macht. Aber hier ist jetzt gut Luft zwischen. Und dann kommt hier nämlich das Kabel beweglich raus. Hier ist es schon draußen. Da wird es hier einmal rumgeführt. Ja, super. Jetzt kann ich alles wieder zusammenbauen. Hier oben auch. Hier habe ich auch Kabelbinder drin. Ja, und jetzt mache ich die Verkleidung drauf, drehe den Sitz um und mache auf der anderen Seite wieder den Versteller drauf und dann kommt hier wieder die Sitzhöhenverstellung mit der Schiene drauf. Das war's denn. Achso, und dann muss ich natürlich irgendwo noch verkabeln. Jo, also ich habe jetzt hier diese Dose genommen. Ja, dann nochmal eine Originale zeigen. Und habe sie halt durchgeschnitten. Ich habe sie aufgeschnitten und zwar auf 3,5 cm. Normal sind sie 5 cm, glaube ich, waren es nach 5,2. 3,5 cm, weil dieser Schalter hier, das ist eigentlich so mein wichtigstes Teil, ist 2 cm im Durchmesser. Also brauche ich ein bisschen Luft. So, dann habe ich hier einfach mit so einem Bohrer ein 2 cm Loch reingeschnitten. Geht hervorragend damit, also von wegen nur Holz, nee, geht auch bei Plastik. Das Teil kommt jetzt hier irgendwie drauf, das muss ich mir nochmal angucken. Dann kann man nämlich, wenn man unter den Sitz greift, auch nochmal den Schalter umschalten auf die andere Heizungsstufe. Und es ist genug Platz. Also ich hoffe, dass es reicht. Da müsste zumindest genug Platz sein. Und ich kann jetzt gucken, dass ich hier noch irgendwie an der Seite oder so das Relais mit angebracht kriege. Das muss ich mir jetzt mal angucken, wie ich das mache. Weil das Relais, das habe ich hier liegen. Moment, jetzt muss ich das ja mal beiseite räumen. Das Relais hat hier nämlich noch so eine Nase dran. Eine Feder, damit kann man das nämlich irgendwo einfädeln. Das will ich mal probieren, ob ich das irgendwie an die Seite hinkriege, dass sie da einfach jetzt so einen kleinen Einschnitt noch machen. Das muss ich mal gucken, dass man das dann halt irgendwie hier so draufschieben kann oder an der Seite halt. Das muss ich mal gucken. Und ansonsten wird das halt irgendwie mit einem Kabelbinder gemacht. So, ich habe jetzt schon mal angefangen, die Kabel zu kürzen. Das ist hier die Steckverbindung zu den einzelnen Heizmatten. Und jetzt hier weitergehen, das ist das Gegenstück. Da geht es hin einmal zum Relais. Dann haben wir hier geht es weiter einmal durch zum Schalter. Und natürlich zur Stromversorgung. Das will ich auch noch kürzen, weil diesen Meter, den braucht da keiner dran. Das aufzuwickeln ist Schwachsinn. So, ich habe jetzt schon einen Teil verlötet. Und zwar den hier, wo ist er denn jetzt? Ah, wer so gut da findet. Den hier. Den Teil habe ich verlötet. Hier muss ich nochmal gucken, da hat jetzt das Band nicht ganz gereicht. Das ist wieder rausgerutscht. Da muss ich nochmal Isolierband drum machen, aber das geht auch. Weiß ich beim nächsten Mal. So, jetzt bin ich hier am Löten und zwar am Stromanschluss, der halt unten an den Stecker geht.
und somit vom, ja, vom Originalschalter mit Strom versorgt wird. Das ist halt hier der Stecker, der da drauf kommt. Und da muss ich das jetzt hier halt, ups, so rum ranlöten. Das will ich jetzt mal machen. Verlötet. Das hier ist der Anschluss für die Sitzheizung im Fahrzeug selbst. Also was unten aus dem Boden rauskommt, da stecke ich den rein und dann geht es weiter zum Hauptschalter, von der in der Mittelkonsole ist. Also der fahrzeugeigene. Soweit habe ich jetzt erstmal alles eingebaut. Hier haben wir den Kasten mit dem Schalter.